Ja, passend das Phoenix-Tagesgespräch mit der Politikerin Gide Jensen von der FDP, der Vorsitzenden des Ausschusses für Menschenrechte im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen, Frau Jensen. Hallo, Herr Bauer. Frau Jensen, wenn Sie zusammen mit mir mal für einen Moment Ihre Augen schließen, ich mache das mal vor. Und jetzt denken Sie an das Thema Menschenrechte. Was sehen Sie dann vor Ihrem geistigen Auge? Dann sehe ich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die schon seit vielen Jahrzehnten gilt, aber gerade in der Corona-Zeit, und das hat ja auch der Einspieler und jetzt auch der Bericht von Amnesty gezeigt, diese täglich neu erkämpft werden müssen und eingefordert werden müssen. Und gerade eine Pandemie sorgt eher dafür, dass ein Spiegel vorgehalten wird, hier bei uns in Deutschland, aber eben auch weltweit. Und vor allen Dingen die Ärmsten der Armen unter diesen neuen Herausforderungen leiden und Menschenrechte meistens mit als erstes in Bedrängnis geraten. Jetzt sagt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International heute Vormittag im neuen Jahresbericht, dass vor allem sogenannte vulnerable Gruppen, also Mädchen und Frauen, Vorerkrankte, Geflüchtete, eben besonders ihre Menschenrechte eingebüßt haben in der Pandemie. Was muss aus Ihrer Sicht passieren? Ja, wir haben zum Beispiel gesehen, dass ja globale Lieferketten zusammengebrochen sind, dass die Schulen ja nicht nur bei uns in Deutschland geschlossen haben oder in die Notbetreuung gewechselt sind, sondern ja weltweit diese Situation bestand. Und das auch in Ländern wie Afghanistan oder auch in afrikanischen Ländern. Das heißt, vor allen Dingen Mädchen, die sich systematisch über viele Jahrzehnte ja eigentlich dieses Recht auf Bildung erkämpft haben, die werden jetzt davon wieder ausgeschlossen. Und Organisationen wie Amnesty, aber auch wir im Deutschen Bundestag, sagen und weisen darauf hin, dass zum Beispiel das Thema Bildung elementar dafür ist, überhaupt über Menschenrechte Bescheid zu wissen, über seine Rechte auch die zu verstehen. Und wenn jetzt dieses Recht auf Bildung zum Beispiel eingeschränkt ist, ist das ein massives Problem auch für die Zukunft des Schutzes für Menschenrechte. Denn wir werden sicherlich nicht mit Ende der Pandemie, sei es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, einfach wieder zu vor der Pandemie zurückkehren können. Und das macht das Ganze so gefährlich. Mhm. Also wenn man sich umschaut im Internet und in den letzten Wochen und Monaten, dann findet man Dutzende Hinweise in Sachen Menschenrechte, wie sie schlechter geworden sind. Ich zitiere mal zwei, drei. Die SOS-Kinderdörfer sagen, dass Armut, Arbeitslosigkeit und Gewalt in Familien extrem angestiegen seien in der Corona-Pandemie. Das Entwicklungshilfswerk Miserio stellt fest, dass immer mehr Gewalt gegen Minderheiten jetzt stattfindet. Der UN-Menschenrechtsrat hat im Februar festgestellt, dass es, Achtung, eine systematische Lücke im Schutz der Menschenrechte gäbe. Frage nochmal an Sie ganz konkret. Was können Sie als Menschenrechtsausschuss, Sie als Deutscher Bundestag tun? Wir als Deutscher Bundestag, aber auch der Menschenrechtsausschuss, legt den Finger in die Wunde, indem wir öffentlich auf diese Thematiken hinweisen, indem wir öffentlich darüber debattieren. Das machen wir seit über einem Jahr. Wir debattieren über die humanitäre Lage in Krisenregionen, die sich jetzt durch Corona noch mal verhärtet hat, verschlechtert hat. Die Finanzsituation, die natürlich einhergeht mit wirtschaftlichen Herausforderungen in Ländern, wird auch mehr und mehr dazu führen, dass humanitäre Hilfsgelder möglicherweise nicht mehr so gezahlt werden, dass Länder wieder eher zurückhaltender werden. Aber genau das Gegenteil ist jetzt notwendig. Und da ist Deutschland als großer humanitärer Mittelgeber beispielsweise in einer Pflicht, nicht nur als gutes Beispiel voranzugehen, sondern auch bei Mitgliedstaaten in den UN dafür zu werben, mehr Geld zu investieren, weil am Ende ist eine Pandemie erst dann zu Ende, wenn auch die ärmsten Länder durchgeimpft sind, wenn es auch in den ärmsten Ländern Möglichkeiten gibt, eben mit der Pandemie umzugehen. Und das wird noch einige Zeit dauern. Und das ist auch unsere Aufgabe als Bundesrepublik. Und da gibt es unterschiedliche Mittel und Wege, das zu adressieren. Die öffentliche Debatte ist immer ein erster Schritt. Frau Jensen, das passt ja perfekt zu dem, was da 100 Länder tatsächlich fordern. Die unterstützen nämlich mehr als 100 Länder. Die unterstützen nämlich einen Antrag von Indien und Südafrika, den Patentschutz von Covid-19-Medizinprodukten vorübergehend auszusetzen, um so eben genau diese Ungleichverteilung, die Sie eben angesprochen haben, vom Impfstoff weltweit zu bekämpfen. Also dass eben auch mehr Entwicklungsländer, Schwellenländer den Impfstoff kostengünstig und schnell bekommen. Sind Sie auch als FDPlerin für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes?
Herr Christian Lindner hat einen Vorschlag gemacht, der in die, eine ähnliche Richtung geht. Er hat gesagt, man könnte überlegen, wie es eine, wie eine Art Franchise diese Organisation aufzubauen, dass nicht Patente einfach nicht mehr geschützt sind. Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach. Das weiß man auch von Gesprächen mit Experten. Eine, ich sag mal ganz platt, eine Destille umzufunktionieren in eine Impfstoffproduktion. Aber man kann dafür sorgen, dass weitere Fabriken, dass weitere Orte diesen Impfstoff produzieren, sei es jetzt von BioNTech oder eben auch andere, die schon zugelassen sind. Und zusätzlich muss es mehr Geld und mehr auch ja, mehr Struktur in die COVAX-Initiative geben, die ja weltweit dafür sorgen soll, dass eben Länder des globalen Südens, ärmere Länder auch mit Impfstoff zum Beispiel versorgt werden. Derzeit wäre das nach dem Stand der Finanzierung aber nur bis zwischen 3 bis 5% der Impfungen in Ländern des globalen Südens möglich. Also da können noch deutlich mehr PS auf die Straße. Ja, da sind wir sehr gespannt, ob diese PS dann tatsächlich auch in den nächsten Monaten auf die Straße kommen und ob Sie und Deutschland da tatsächlich auch anschieben. Gide Jensen, Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte im Deutschen Bundestag. Vielen Dank Ihnen, Frau Jensen, hier im Phoenix-Tagesgespräch. Danke auch.